Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn der offizielle Trailer zum neuen Gewässer raus ist. Also, schauen wir uns doch mal den Trailer an zum neuen Gewässer und gucken schon mal, was man denn da so entdecken kann. Ab nach vorne, so. Und ich würde sagen, wir lassen den einmal durchlaufen. Und dann gucken wir nochmal im Detail rein. Ab geht es. Alter. Oh mein Gott. Das fängt doch schon gut an. Das fängt doch schon gut an. Oh ja. Sehr, sehr geil auch von den Wassereffekten. Okay. Alter, was ein Gigant, ey. Was ein Gigant. Okay. Schön diese kleinen Hinweise. Alter. Ja, krass. That's it. Eine Minute, die so viel Infos und so viel kleine Leaks schon beinhaltet. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? So. Das ist ja schon mal geil. Das ist ja schon mal geil. Gucken wir mal hier unten. Genau, hier unten sieht man, glaube ich, schon. Das müsste hier unten die Begrenzung sein. Kann das sein? Hier sind so Polder an Land. Vielleicht ist da das Ende der Map. Und oben sieht man, zack, da hinten das kleine Dorf. Sehr, sehr coole Kamerafahrt auch. Und zack, ist man dann im kleinen Dorf. Sehr cool gemacht. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Kleine Bucht, ganz klassisch, skandinavisch, ne? Auch von den Häuschen her, die Farben und sowas, richtig cool gemacht. Kleines Fischerdorf. Puh. Haben wir da irgendwas übersehen? Die schnelle Fahrt drüber? Ich glaube nicht, ne? Ja, der kleine Anleger, ne? Also in der Mitte oben der kleine Anleger hier. Aber das sehen wir dann wahrscheinlich gleich im Detail. Und das Boot, sieht man hier noch irgendwas? Vorne am Anfang den Trockenfisch. Nö, das ist einfach nur so ein Stimmungsbild. Ja, und dann stehen hier Boote, ne? Das eine Boot hatte man schon gesehen. Ich glaube, das ist das hier. Das sah aus wie der Fischmarkt, der Shop sozusagen, das Angelgeschäft. Sieht man da irgendwas an den... Das ist hier wahrscheinlich dann Werkstatt und sowas alles, ne? Mattboutiquen. Ja, ist das Mattboutiquen? Werkstatt, was war das? Moment, machen wir nicht so schnell, die Alten. Aber ich glaube, da sieht man noch nicht so richtig was. Also Wasserstruktur, Wellengang und so sieht bisher schon richtig geil aus. Das ist doch ganz cool. Bisschen abgelegene Orte, wo man vielleicht anlegen kann. Das hier ist natürlich der Hammer, oder? Das ist natürlich der Hammer. Ein Zelt, Alden. Ein kleiner Seitenarm. Das ist auch schon richtig, richtig cool. Ein Zelt. Ist das der mobile Spawn? Ist das der Spawn, wo man dann sagt, Alden, nee, ich bleib erstmal eine Woche hier hinten
und angel einfach hier an so einem kleinen Seitenarm oder ich bleib einfach mal so ein bisschen weiter weg und spawne dann da. Alter, abgefahren. Richtig abgefahren. Oh mein Gott. Endlich auch mal wieder an der Achtuba angeln. An abgelegenen Stellen. Abgefahren. Ja. Ja. Und hier sehen wir dann natürlich das Boot. Alter, das Boot. Schön großes Boot. Richtig schön großes Boot. Man kann drauf rumrennen und so weiter. Tja, es wird wahrscheinlich nach wie vor nicht drei Routen, Alter, haben, oder? Wahrscheinlich nicht. Sieht man das irgendwo? Achten wir mal drauf. Einfach zu gut, einfach zu gut. Einfach zu gut, ey. Da kommt er an. Alter, das Größenverhältnis. Einfach so groß wie das Boot, Alten. Einfach so groß wie das Boot. Uff. Den will man doch gar nicht, ey. Der zieht einen noch mit rein. Krass, ey. Da ist das Boot. Ah, genau. Gleich kommt ja nochmal der Blick nach hinten raus. Auf die Motoren. Kleine Inseln. Da steht irgendwas drauf auf den Inseln. Das ist natürlich auch gut. Hier haben wir den Blick auf einen deutlich deutlich. Ich glaube, vorher war es so klein. Und jetzt hat man hier einen deutlich besseren Blick auf die Untergründe. Alter, sehr gut. Sehr gut. Ja, top. Krass. Oh, Moment. Gucken wir nochmal eben rein. Ist das schon eine andere Route? Andere Route, anderer Köder. Sieht man da schon was? Andere Rolle? Ja, oder? Irgendwas in Blau, aber ich glaube, es ist noch nicht wirklich was zu erkennen. Ist noch nicht wirklich was zu erkennen. Das, ne, das glaube ich nicht wirklich zu erkennen. Krass, krass, krass. Das ist auch, wirkt auch so rötlich wegen der Spiegelung. Es war eine 10 dran, vorne an der Rolle, also irgendeine 10.000er Rolle ist es. Aber ansonsten nicht wirklich großartig was zu erkennen. Das ist natürlich auch richtig, richtig cool. Alter, der Glubscher. Alter, was sind denn das für Riesenaugen, ey? Guck dir das mal an. Wenn der dich anguckt. Alter. Ach, hier, guck mal hier. Black, was ist das? Infineon. Die SPF 60MH. Ne Medium Hard. Sehen wir hier vielleicht doch noch was von der Rolle? Abgeschnitten. Die Lümmels. Aber da unten, also wie gesagt, eine 10.000er ist es. Eine 10.000er ist es. Aber der Fisch auch, ne? Krass. Krass, krass, krass. Schönes Dingen. Und da kommt er ran und wird natürlich nicht gezeigt. Cool. Aber was haben wir hier? Haben wir hier Routenhalter? War nicht zu sehen, ne? Nee. Ob die nach links und rechts so rausgehen? Schön zwei Routenhalter schön nach links und rechts raus ausliegen. Und nicht so nach hinten. Sieht so aus, ne? Zwei fette Motoren. Da gab es ja auch schon lange die,
die Überlegung, dass die austauschbar sind. Das heißt, dass man sich dickere Motoren dann irgendwann holt. Möglicherweise kommt auch jetzt Benzinverbrauch mit rein. Auch eine Option, durchaus möglich, dass das kommt. Gucken wir mal. Andere Motoren, Benzinverbrauch. So. Eiske Market. Was haben wir hier? Norderwind, die Taverne, jawohl, das Café, da vorne vor der Geldautomat. Okay. Eiske Market, ist das Lebensmittelgeschäft? Dann die Taverne. Da hinten noch irgendwas zu sehen? Nee, ne? Ganz normal die Aufträge, wahrscheinlich da hinten noch die Verwaltung. Hier haben wir sehen, genau, der Bait Shop. Genau, das ist hier in diesem Boot. Oder ob es da Live-Baits zu kaufen gibt. Das wäre natürlich auch cool. Das wäre natürlich auch ein anders cooles Ding, ne? Der Björn. Björns Baits. Soap. Das wäre natürlich auch richtig krass. Dass man dann da einfach speziell oder verschiedene Lebendköder kaufen kann. Hoffen wir mal, dass da sowas Cooles mit reinkommt wie, ja, man hat es ja schon ein bisschen gesehen, so eine Kühltruhe, dass die länger frisch bleiben und so. Dann wäre das natürlich richtig sinnvoll, dass man sich da so ein bisschen auch mit Köderfischen eindeckt und dann raus damit, da so eine halbe Makrele auf dem Hai. Und dann sind wir damit durch. Badadadam. Der Trockenfisch, Alter. Der liegt da rum. Ha! Krass. Nicht schlecht. Cooles Ding. Kann losgehen, oder? Seid ihr ready? Seid ihr startklar? Heißt also, so langsam die Regenjacke einpacken. Ich gucke mir nochmal mein gesamtes Setup an. Guck, ob ich irgendwo noch was optimieren kann. Vielleicht nochmal umbauen kann auf salzwasserresistent, also die Kugellager und sowas. Es gibt ja verschiedene Komponenten, wo das dran steht. Und dann machen wir uns mal so langsam startklar. Ist doch jetzt nicht so verkehrt. Wir haben den 3.2. Heißt also, warten wir nochmal ab, ob das jetzt noch so ein, zwei Wochen braucht. War bei den letzten Malen ungefähr so der Zeitraum, ne? Also, kann jetzt schnell gehen. Bedeutet also für dich, ganz dringend, wenn noch nicht geschehen, Kanal abonnieren, Daumen da lassen fürs Video. Und dann sehen wir hier auf diesem Kanal natürlich jede Menge neue Infos zu dem neuen Gewässer, wie man da angelt, wo man da angelt, auf was und mit was. Ja, von daher reingeballert, Glocke auch noch hinterhergeschmissen, die Seemannsglocke, kering, gering, gering. Und dann, Petri, ihr Lümmels, sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri,